Glitch hat vor ein paar Stunden ein neues Video mit dem Namen Up Next on the Amazing Digital Circus, auf Deutsch als nächstes im digitalen Zirkus, hochgeladen. Das Video ist ein Teaser zur zweiten Folge und es gibt uns einen genaueren Einblick, worauf wir uns alles freuen dürfen. Die zweite Folge kommt offiziell am 3. Mai raus. Das ist ein Freitag. Also tragt es euch in euren Kalender ein, es sind nicht mehr viele Tage bis zur zweiten Folge. Aber konzentrieren wir uns doch direkt auf das Video, denn es gibt echt viel, was uns dieser 48-sekündige Teaser alles so erzählt. Zuallererst sehen wir das Logo vom digitalen Zirkus, wo Kane ankündigt, dass das jetzt folgende alles zur zweiten Folge gehört. Und direkt danach befinden wir uns auch schon im digitalen Zirkus. Wir sehen Gangel, Pomni, Regatha, Kane und ein sehr auffälliges pink-weißes Portal. Und ich muss direkt sagen, dass die Charaktere alle etwas anders aussehen, als wir es üblicherweise gewohnt sind. Man kann auf jeden Fall erkennen, dass sich der Animationsstil etwas geändert hat. Ich glaube, ein ausschlaggebender Faktor dafür sind die Lichtreflexionen, was man gut in Gangels Maske und an Pomnis Mütze erkennen kann. Ich habe jetzt zum Vergleich mal die aktuelle Gangel mit der Gangel aus der Pilotfolge gegenübergestellt und ich glaube, dass hier sehr schnell klar werden sollte, was ich damit meine. Es ist aber normal, dass sich das Aussehen der Charaktere, wie es hier der Fall ist, zwischen der Pilotfolge und der zweiten Folge verändert. Vor allem Jax, finde ich, hat sich am meisten verändert, aber dazu kommen wir später. Und Leute, Gangel lächelt endlich mal. Es sieht so ungewohnt aus, aber ich freue mich für sie, dass es ihr gut geht. Zumindest bis jetzt noch. Gehen wir weiter. Danach geht Kane aus dem Bild, sammelt innerhalb kürzester Zeit Kinga und Jax ein und schubst die beiden gemeinsam mit Gangel, Regatha und Pomni durch das mysteriöse Portal. Aber Moment mal, wo ist Zubel? Wirklich Leute, wo ist Zubel? Hatte sie einfach keine Lust auf das bevorstehende Abenteuer? Oder gar schlimmer, ist sie vielleicht sogar abstrahiert? Das würde mich echt überraschen, da ich der Meinung war, dass Zubel diejenige sei, bei der es am unwahrscheinlichsten ist, dass sie abstrahiert. Naja, gehen wir erstmal weiter. Vielleicht klären sich die Dinge ja im Laufe der Analyse. Durch das Portal hindurch sehen wir, dass uns das nächste Abenteuer im Zuckerkönigreich erwartet. Es ist genau das Bild, welches wir im Trailer zur zweiten Folge Pomni wach auf, Zeit für ein Abenteuer gesehen haben. Und oh mein Gott, Leute, seht euch diesen süßen Wummigummi-Elefanten an. Er ist tatsächlich der Transporteur unserer Lieblinge und wackelt fröhlich mit seinem Rüssel bis ins Zuckerkönigreich hinein. Jax scheint jedoch nicht so ganz begeistert davon zu sein. Im Königreich angekommen, werden unsere Helden feierlich von ganz vielen Schaufensterpuppen begrüßt. Konfetti fällt vom Himmel, von wo auch immer es herkommen mag, und wir sehen ebenfalls, dass es die Schaufensterpuppen in den verschiedensten Farben gibt. Mich haben sie irgendwo an Haribo-Goldbeeren erinnert. Des Weiteren dienen die Schaufensterpuppen tatsächlich nur der Funktion, die digitale Welt zu füllen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich frage mich aber, warum sie bereits so feierlich empfangen werden und was ihre Mission sein wird. Danach sehen wir unsere Lieblinge in einem Truck. Gangel sitzt am Steuer, während Kinga, Pomni und Regatha hinten sitzen. Und plötzlich kommt Jax vom Beifahrersitz hoch und zieht eine Waffe. Und wo soll ich hier bitte nur anfangen? Erstens, Jax hat sich äußerlich meiner Meinung nach sehr stark verändert. Ich musste echt überlegen, woran das liegen könnte, aber ich schätze einfach mal, dass es die kleinen Pupillen sind. Die hatte er in der Pilotfolge fast nie gehabt, weshalb es jetzt etwas ungewohnt aussieht, ihn mit kleinen Pupillen zu sehen. Und zweitens, warum hat Jax eine Waffe? Woher hat er sie und woher hat die Truppe eigentlich das Fahrzeug? Hat man es ihnen zur Verfügung gestellt oder haben sie es mit Hilfe der Waffe geklaut? Ich sagte ja bereits in meinen vorherigen Videos, dass Jax wesentlich schlimmer, gemeiner und böser ab der zweiten Folge wird. Und genau deshalb macht es mir auch etwas Angst, dass er, genau er, eine Waffe trägt. Ich habe da echt ein ungutes Gefühl. Nicht, dass sich doch bestätigt, dass er zum Mörder wird. Wobei ich natürlich auch die Nützlichkeit dieser Waffe anzweifeln muss. Schließlich besteht sie aus Süßigkeiten. Funktioniert sie überhaupt? Kann sie jemanden wirklich verletzen? Und wenn ja, womit soll sie schießen? Schokobons? Da bin ich echt gespannt. Übrigens, kleiner Funfact, die Waffe, die Jax da an der Hand hält, ist eine typische abgesägte Schrotflinte. Halt aus Waffeln und Lakritz. Kennt man ja. Als Jax die Waffe zieht, zuckt Gangel zusammen, während unser Kinga hingegen gar nichts mitbekommt und scheinbar ziemlich verwirrt von seinem Finger zu sein scheint. Irgendwie habe ich Angst, dass er kurz vergisst, dass es sein Finger ist und ihn versehentlich für einen weißen Schokoladenfinger hält. Pomni scheint zumindest etwas angeekelt davon zu sein. Der Wagen besteht wie alles andere auch aus Süßigkeiten. Die Türen hinten bestehen entweder direkt aus Schokoladentafeln oder aus Waffeln, die mit Schokolade überzogen wurden. Die Innenräume bestehen aus Kaugummi, die Sitze aus Keksen und vorne sind einige Streusel zu sehen. Ich muss echt sagen, dass Kane sich viel Mühe bei seinen Abenteuern macht. Gehen wir weiter. Danach sehen wir einen Frame, der meiner Meinung nach etwas aus dem Kontext zu sein scheint. Wir sehen Pomni in einer Nahaufnahme im digitalen Zirkus und sie scheint sehr entsetzt über etwas zu sein. Es könnte jetzt natürlich nur eine Reaktion auf Jax Waffe sein, aber ich glaube, da verbirgt sich mehr, als wir auf den ersten Blick vermuten. Da Kane ja am Anfang sagte, dass alles, was wir sehen, in Folge 2 vorkommen wird, muss das heißen, dass wir diese Reaktion von Pomni entweder ganz am Anfang oder ganz am Ende der Folge sehen werden, da sie ja währenddessen die ganze Zeit im Zuckerkönigreich und Umgebung sein wird.
werden. Und ich glaube persönlich, dass es ganz am Ende sein wird und dass wir da gerade Pomnys Reaktion auf eine mögliche Abstraktion gesehen haben. Beziehungsweise glaube ich, dass Pomnys Hand gerade abstrahiert ist. Als nächstes haben wir einen total neuen Einblick zu einem neuen Charakter, und zwar unser Krokodil Gummigu. Wir sehen ihn mit zwei weiteren Krokodilen mit ähnlichem Design. Ihr Design sieht aus wie kein anderes bisher. Sie bestehen nämlich aus einem metallähnlichen Material. Sie sitzen an einem Lagerfeuer, welches aus blau strahlendem Feuer besteht. Die Umgebung um ihnen herum erinnert an eine Wüste und direkt neben ihnen steht ein riesiger Truck. Ich hatte euch ja in einem Short von mir schon mal gefragt, was ihr denn denkt, ob Gummigu böse oder gut sein wird. Die meisten meinten, er sei gut. Nun, wenn ich mir die Haltung der Krokodile ansehe, geben sie mir das Gefühl, böse zu sein. Vielleicht sind sie böse Banditen oder Räuber. Gummigu ist auf jeden Fall der seriöse Anführer der Bande, der stets alles im Visier hat. Die zwei anderen, die im Hintergrund auf dem Schokokeks sitzen, sehen eher spielerisch und unbeschwert aus. Sie scheinen jeweils ein großes Ei in der Hand zu halten und ein schwertartiges Etwas, was irgendwie aussieht wie ein Lolli. Vielleicht ein kleiner Snack zwischendurch. Und die Eier könnten Getränkebehälter sein, aus denen sie trinken. Was in dieser Szene außerdem noch auffallend ist, ist, dass Gummigu mit einem Fernrohr in die Ferne sieht. Durch seine Reaktion können wir auch auf einiges schließen. Er sieht etwas, was ihm nicht gefällt oder etwas, was ihm unbekannt ist. Hier lässt sich sofort eine Verbindung zu den Charakteren aus dem Zirkus schließen. Vielleicht sieht Gummigu wie Pomni, Jax, Ragatha, Kinga und Gengar das Zuckerkönigreich betreten und fragt sich, was sie hier zu suchen haben und wer sie wohl sind. Gummigu und seine Bande werden dem Ganzen bestimmt auf die Spur gehen. Doch bevor wir weitere Szenen zu dem Krokodil sehen können, springt es weiter zu Pomni. Nun sehen wir Pomni in ihrem Zimmer, welches wir schon dank früheren Teasern kennenlernen durften. Doch diesmal ist die Perspektive des Zimmers eine andere, durch die wir jetzt auch viel mehr sehen können. Neben dem Bett, dem Spiegel, dem Kronleuchter und dem Holzschrank sehen wir nun auch eine rote, weiche Couch und einen lila Tisch mit Spiegel, Schublade und Stuhl. Was mir sofort in die Augen fiel, ist ihre Mütze, welche auf ihrem Tisch liegt, was ich aber komisch finde. Sie trägt ihre Mütze in dieser Szene doch eigentlich auf dem Kopf. Ich frage mich, wofür sie eine zweite Mütze mit dem gleichen Design braucht. Dieselbe Frage stelle ich mir auch bei dem Duplikat der Schuhe, welche vor der Couch auf dem Boden liegen. Diese haben auch wieder Pomnys typische rotblaue Farbe. Naja, abgesehen davon liegen im ganzen Zimmer ganz viele Spielzeugklötze auf dem Boden verteilt. Doch was macht Pomni hier? Sie fliegt plötzlich aus dem Bett auf den Boden, direkt auf einen Klotz drauf. Er bewegt sich ganz wild von selbst im Kreis und dreht Pomni mit. Wenn man das Video auf die langsamste Geschwindigkeit stellt, erkennt man schon etwas mehr. Aber wieso Pomni hier aus dem Bett fliegt, bleibt unklar. Vielleicht wollte sie ja Kane wie in dem ersten Trailer aufwecken. Gut gelungen ist ihm das jedenfalls nicht. Arme Pomni. Gehen wir weiter. Danach sehen wir ein weiteres Bild, was wir ebenfalls bereits aus den Leaks kannten, aber jetzt mit mehr Kontext. Wenn man haargenau darauf achtet, sieht man, dass das Auto wackelt. Das heißt, dass sie in einen Fluss gefahren sind und Ragatha deswegen sauer auf Jax ist, weil Jax zu 99,9% dafür verantwortlich ist. Es gibt mehrere Gründe neben dem Wackeln des Fahrzeugs, was mich darauf schließt, dass sie einen Unfall hatten und jetzt in einem Karamell-Schokofluss feststecken. Erstens ist das bereits angesprochene Wackeln. Und zweitens, im Hintergrund sind Karamell-Schoko-Wasserfälle zu erkennen. Gehen wir also weiter. Plötzlich befinden sich unsere Charaktere in einem Road Battle gegen den Krokodil-Truck. Sie haben es geschafft, Pomni zu entführen, denn Pomni befindet sich auf dem Truck der Krokodile, den wir vorher in einer Szene teilweise sehen konnten. Das heißt, dass die Krokodile mit Pomni versuchen zu flüchten und Jax und die anderen versuchen, sie wieder zu retten. Ich frage mich aber, warum Pomni auf dem Dach ist. Gab es keinen Platz mehr im Truck für sie? Und sicher ist das Ganze auch nicht für sie, da sie beim Aufprall der beiden Fahrzeuge fast vom Dach des Trucks fiel. In der nächsten Szene befinden wir uns wieder innerhalb des Zuckerkönigreichs und wir sehen die Prinzessin Lolilalo, welche ebenfalls zuvor von Gooseworks geleakt wurde. Sie überreicht Ragatha einen Schlüssel. Einige Schaufensterpuppen klatschen, also muss das was Positives sein. Ich kann euch aber leider nicht sagen, wofür dieser Schlüssel gut sein könnte. Ich hatte vielleicht daran gedacht, dass Sube gefangen gehalten wird und dass der Schlüssel dafür ist, um sie zu befreien. Aber diese Vermutung meinerseits wird in den nächsten Szenen wieder zunichte gemacht, da Sube mit Kane im digitalen Zirkus zu sehen ist. Natürlich könnte es sein, dass sie danach immer noch eingesperrt wird, aber das ist eher unwahrscheinlich. Naja, Ragatha und Jax freuen sich, Gengar und Pomni auf der anderen Seite nicht so wirklich. Und Kinga ist halt Kinga. Gehen wir weiter. In dieser Szene sehen wir, dass es schon Abend ist. Das heißt, dass das ganze Abenteuer sich über ganze 24 Stunden streckt. Wir sehen, dass Gengar und Jax auf dem Truck sitzen. Sie scheinen Pomni verzweifelt zu suchen. Gengar hat auf jeden Fall ihre traurige Maske auf. Und plötzlich ein lauter Knall. Unsere Charaktere zucken auf, gucken zur Seite und wir sehen, dass sich ein Geschoss oder ähnliches auf unsere Charaktere zubewegt. Ist es vielleicht eine Zuckerbombe? Oder ist das sogar Pomni? Nächste Szene. Und hier sehen wir das Konfektmonster, wie es mit seinen bedrohlichen, hypnotisierenden Augen per Close-Up bedrohlich in Szene kommt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass es zur Szene gehört, wo sich unsere Charaktere im Fluss befinden und feststecken.
Übrigens, kleiner Funfact am Rande. Das Konfektmonster ist einer der Lieblingscharaktere der deutschen Stimme von Jax. Gehen wir weiter. Danach sehen wir Pomni wieder im Zirkus, die aber eine Art Verzerrungs-Vane-Effekt hat. Irgendwas scheint da nicht richtig im Zirkus zu laufen. Das Ganze wird sogar noch schlimmer im Verlaufe des Teasers. Ich ahne Schlimmes, Leute. In der nächsten Szene befinden wir uns wieder direkt am Anfang der zweiten Folge, wo unsere Lieblinge zum ersten Mal im Zuckerkönigreich sind und von Prinzessin Lulilalo begrüßt werden. Das Zuckerkönigreich erinnert übrigens total an Sugar Rush World aus Ralf Reichts und dem Sweet Sweet Kingdom aus Mario Kart 8 Deluxe. Gehen wir weiter. Das, was wir in dieser Szene sehen, ist der Moment, bevor sie durch das Portal von Ken ins Zuckerkönigreich kommen. Gengel, Pomni und Regifar stehen nämlich genauso nebeneinander, wie sie es in der ersten Szene auch taten. Pomnis Haltung mit ihren Händen ist auch dieselbe. Das Portal ist aber, wie es aussieht, noch nicht mit ihnen im Raum. Es ist auch derselbe Ausschnitt, den wir vor einigen Wochen schon als Teaser bekommen haben, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Dann sehen wir, wie einer der bösen Banditenkrokodile an einer Leine hängt und in der Luft surft. Ich denke, er hängt an dem großen Truck fest und versucht nicht runterzufallen, was ihm aber nicht gelungen ist, und nutzt die Gelegenheit, nebenbei einige beeindruckende Stunts zu machen, bei denen immer eine comicartige weiße Blase hinter ihm aufploppt. Diese sind tatsächlich eine Referenz zu einem Spiel namens Pizza Tower Towns. Hier ein kleiner Ausschnitt davon. Die Charaktere bewegen sich hier auch in ähnlichen Posen und das typische weiße Blau kommt auch hinter ihnen vor. Danach sehen wir Pomni, wie sie sich mit aller Kraft festhält, um nicht vom Truck zu fliegen, während der Truck entweder gewollt oder ungewollt seine Kreise dreht. Im Hintergrund kann man einen der Krokodile erkennen, der sich aber im Gegensatz dazu zu freuen scheint. Es ist übrigens auch das gleiche Krokodil, das zuvor vom Wagen geflogen ist und die Stunts gemacht hat. Vielleicht gehören die Schleudergänge also auch noch zum Stuntprogramm. In der nächsten Szene sehen wir Jax in Gedanken schweifen, der mit seiner Hand durch das Wasser geht, während zumindest einer der Krokodile gefesselt im Vordergrund steht. Ich habe lange überlegt, was hier passieren könnte und kam nicht wirklich zu einem festen Entschluss. Ich habe mir gedacht, dass Jax hier endgültig mit den Krokodilen abrechnet, für das, dass sie Pomni entführt haben. Er wird die Krokodile gefesselt in den Truck geworfen haben und den anderen gesagt haben, dass er sie alleine sicher ins Gefängnis oder ähnliches liefert. Aber in Wirklichkeit ist er dann in einen abgelegenen Ort gefahren, hat sie dann alle zusammen aus dem Truck gebracht und diese Szene ist der Moment, bevor Jax sie entweder verbrennt, da die Krokodile hier auch in Öl stehen könnten, oder er sie mit der Waffe allesamt erschießt. Ich sagte ja bereits, dass Jax schlimmer wird und ich glaube, das wird der Moment sein, wo wir Jax wahre Natur sehen werden. Die zweite Folge hat auch den Hauptfokus auf Jax, weshalb ich das alles sehr passend finde. In der nächsten Szene sind wir wieder zurück in der Verfolgungsjagd. Hier gibt es nicht viel zu sagen, außer dass Gummigoo plötzlich nach hinten schaut. Höchstwahrscheinlich, weil in diesem Moment das andere Krokodil vom Truck gefallen ist und daraufhin die Stunts macht. Gehen wir weiter. Hier sehen wir das Konfektmonster, wie es versucht, unsere Lieblinge zu fressen, nachdem Jax und die anderen versehentlich während der Verfolgungsjagd in den Fluss gefahren sind. Regifer versucht dem Konfektmonster die Situation zu schildern, dass es ein Versehen war und dass sie nur versuchen, ihre Freundin zu retten. Dann stellt sich heraus, dass das Konfektmonster gar nicht böse ist und sie überhaupt nicht fressen möchte. Stattdessen hilft er unseren Lieblingen und befördert den Truck wieder aus dem Fluss, damit sie ihre Suche nach Pomni weiterführen können. Da sie in dieser Szene hier immer noch den gleichen Truck haben, es mittlerweile Abend ist und sie immer noch verzweifelt nach Pomni suchen. Und Leute, die nächste Szene ist heftig. Wir sehen Pomni, wie sie in den Keller unter den digitalen Zirkus fällt und No, also Nein schreit, während ihre linke Hand gerade dabei ist zu abstrahieren. Wow. Pomni wird also abstrahieren. Ich hatte ja bereits in meinem Wer wird abstrahieren Video gesagt, dass Pomni am wahrscheinlichsten abstrahieren wird und ich glaube, diese Szene ist der Beweis dafür. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Nach dem beängstigenden Einblick zu Pomni kommt auch schon der nächste beängstigende Einblick zu einer Nahaufnahme von einem Auge in einer dunklen Umgebung. Meine erste Assoziation war sofort der kleine süße Geist. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber Geppetto, wieso sollte der kleine süße Geist so böse schauen? Wenn wir das eine Teaserbild, das wir von ihm bekommen haben, mit der Nahaufnahme nebeneinander stellen, erkennt man sofort Verbindungen. Nummer 1 sind die Augen. Der kleine Geist hat ebenfalls runde weiße Augen. Nummer 2 ist die Stirn oder die Augenbrauen, die wir in der Nahaufnahme haben. Diese können wir in dem Teaserbild nicht wiedererkennen, da hier der Geist nach oben blickt. Was heißt, dass seine Stirn auch so eine Wölbung haben kann? Nummer 3 ist seine Nase, ein Bart, den wir im Bild sehen können. Ob nun Nase oder Bart, im Trailer-Video ist an der genau gleichen Stelle auf jeden Fall ein Schatten zu erkennen. Also muss da etwas sein. Vielleicht kommt aber auch ein total neuer Charakter auf uns zu, den wir so noch gar nicht gesehen haben. Da müssen wir uns wohl oder übel überraschen lassen. Jedenfalls beobachtet der Geist etwas ganz genau. Er scheint in einer sehr dunklen und düsteren Umgebung zu sein, die wir so noch gar nicht im Trailer oder generell im digitalen Zirkus gesehen haben. Etwas Blaues erleuchtet den Raum ein wenig. Vielleicht ist es der Geist selbst oder Martha Mildenhall steht auch im Raum. Denn Martha, die Geisterlady, hat im Teaserbild genauso wie der kleine Geist ebenfalls blau geleuchtet. Die Umgebung sieht jedenfalls nicht aus wie eine, die wir schon einmal in der Serie gesehen haben.
Die Szene im Trailer-Video kam ja auch direkt nach Pomnys Keller-Szene. Vielleicht stehen die beiden in Verbindung zueinander und wir werden in der nächsten Episode mehr über die Abstraktion und dessen Hintergründe erfahren. Als nächstes sehen wir Genge und Regifer wieder bei der Willkommensszene im Zuckerkönigreich. Genge ist hier noch fröhlich, also muss die Szene wirklich noch am Anfang vorkommen. Wir sehen auch, wie sie ihren Mund formt und etwas sagt. Ich glaube, sie sagt ein begeistertes "Wow" in dem Moment. Die Konfettis fliegen noch wild in der Gegend herum und die Schaufensterpuppen jubeln. Viel mehr Neues können wir in diesem kurzen Ausschnitt auch nicht sehen. Deswegen gehen wir direkt weiter zur nächsten Szene, bei der wir endlich den ersten Eindruck von Zubel bekommen. Ihr geht's gut. Sie redet höchstwahrscheinlich mit Kane darüber, dass sie keine Lust auf die Abenteuer hat und Kane versucht ihr klarzumachen, warum er die Abenteuer macht und dass sie doch über ihren Schatten springen und mitmachen soll. Übrigens, Gooseworks bestätigte, dass die dritte Folge den Hauptfokus auf Zubel haben wird. Und in der nächsten und letzten Szene sehen wir nochmal aus einer anderen Perspektive, wie unsere Helden zum ersten Mal in das Zuckerkönigreich kommen und gefeiert werden. Wir sehen auch, wie Regifer den Schlüssel von Prinzessin Lulilalo bekommt und sich dafür bedankt. Während des gesamten Trailers hören wir Kane im Hintergrund einen Dialog reden. Anfangs nur über die Serie, dann spricht er plötzlich Bubble an, aber Pomni antwortet. Kane hat Pomni mal wieder zu einem Trailer gezwungen. Sie antwortet ganz verwirrt, da sie selbst nicht weiß, wo sie sich genau befindet, als Kane mit ihr redet. Er hält sie für Bubble. Pomni korrigiert ihn und sagt ihm, dass sie nicht Bubble ist. Kane redet sich daraufhin aus dem Ganzen raus mit der Ausrede, man nennt es Improvisation. Und die erste Regel in Improvisation ist, niemals so zu machen, als sei man nicht Bubble. Daraufhin fragt ihn Pomni, was das mit dem Zuckerkönigreich zu tun haben soll, aber Kane geht nicht mehr auf sie ein und beendet den Trailer. Wir hören nur noch Pomnys Stimme, die sagt, ich weiß immer noch nicht wirklich, was jetzt in dieser Episode passieren wird. Und ich wurde zu einem Fleischgefrierschrank teleportiert. Cool. Und Leute, Gooseworks weiß ganz genau, was sie tut. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, wieso wurde sie in ein Fleischgefrierfach teleportiert? Das macht keinen Sinn. Oh doch, es macht Sinn. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich in einem Short erwähnt habe, dass die größte Inspiration für die Serie das Videospiel I Have No Mouth and I Must Scream ist? Genau, und der kleine Gag mit dem Fleischgefrierfach ist ein Easter Egg referieren zu dem Spiel. Ich zeige euch hier den Ausschnitt von dem Spiel, in dem ebenfalls ein Fleischgefrierfach vorkommt. Der Charakter Gorister im Spiel sagt sogar, wie bin ich hierher gekommen? Genau wie Pomni. Zurück zum Trailer. Abgesehen von dem absurden Geschehen reagiert sie sehr gegenteilig zu ihrer Persönlichkeit in der Pilotfolge. Ihre Stimme bleibt ruhig und sie scheint die komischen Dinge, die ihr von Tag zu Tag passieren, mittlerweile einfach so hinzunehmen. Was mich für sie freut, denn in der Pilotfolge, als sie das erste Mal in den Zirkus kam, reagierte sie auf alles, was passierte, sehr panisch und voller Angst. Das hat sich mittlerweile gelegt. Sie scheint sich von dem ganzen Schock erholt zu haben und sich an die absurden Dinge im Zirkus zu gewöhnen. Gut für sie. Und das war's dann auch mit der Analyse des Teasers. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, euer Gepetto. Ciao.